Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Korrekt, Givelk, Top-Video. Ja, heute ist mal wieder Sonntag und ihr wisst, jeden Sonntag kommt Fortnite-Givelk, Top-Video auf meinen Kanal. Und ja, lacht ein Abo da, falls ihr Givelk feiert. Und ja. Und natürlich kommt auch jeden Tag Fortnite Belgo, ja, ich hab Video, das wisst ihr ja auch. Und wir gucken mal in Recki Workshop rein. Recki Workshop Video kommt jeden Sonntag, liebe Freunde, wisst ihr Bescheid. Und ja, dann gucken wir mal, was da gibt. Los geht's. Fangen wir mit dem wöchentlichen Shop an. Im wöchentlichen Shop haben wir Giga-Waffe voll Gechkronak, Goldbahn. Ja, ist okay, die Waffe. Gänge haben wir hier noch gegen Verkalgia, vor Kaugen. 6 Kungak, 80 Goldbahn. So, Gänge haben wir hier noch gegen Jünger Charakter hier, Kaugen Goldbahn. Gänge haben wir hier noch gegen Nahkampfwaffe, vor 6 Kungak Goldbahn, Gehammer. Gänge haben wir hier noch Überlebende, 250 Goldbahn, ein Überlebender Pfeil kann man kaufen. Gänge haben wir hier noch gegen Kalbrücker, davon kann man Pfeil kaufen. Man bekommt immer 10 Glück, bekommt man immer 200 Goldbahn einmal kaufen. So, hiervon bekommt man immer 10 Glück, bekommt man immer Geige kann man davon kaufen, 150 Kochglück einmal kaufen. So, dann haben wir noch Giga Bissgänge Wache, 100 Goldbahn kann man 5 mal kaufen, bekommt man immer 10. Gern bekommt man dann kann hier noch Gililangen Gaffbällen kaufen. Damit kann Gililangen Waffen auch ein Sammelalbum holen. Oder du kannst halt Bauerwaffen auf Lila hochleveln. 75 kochen 10 Lilange Gaffbällen. So. Gern haben wir noch Regengoffen. Brauchen ja auch immer kommt Waffenleveln und alles. Wisst ihr ja. Von daher natürlich auch auf alle Fälle kaufen. Koch krieg einmal 10 Regengoffen kochen 50 Goldbahn. So, dann haben wir natürlich Griff hier noch, kann man die Waffe verbessern. Weil viele ja immer nicht wissen, wofür das genau ist. Ich halte mal kurz, was man da machen kann. Dann ist ich hier auf die Waffe. Wir nehmen jetzt einfach irgendeine beliebige Waffe. Nehmen wir einfach Magie. So, hier könnt ihr die Waffe verbessern, dafür könnt ihr es kaufen. Ja? Dafür ist das gar. Und die grünen Dinger sind genau das gleiche. Ja? So, das Bauer brauchen wir hier gar nicht. Total unnötig. Lacht die Finger von die Gaffbälle, die braucht ihr nicht. Lacht die Finger von. So, damit könnt ihr natürlich bei der Waffe auch was ändern. Das kann ich euch auch noch. Da kocht ihr ja einmal 10 Glück, einmal 200 Glück kochen. 100 Goldbank. Was ihr da machen kann, kann ich euch auch noch. Für die Leute, die euch ja immer nicht wuchten. Da kann man hier auch bei der Waffe. Dafür braucht man das ja auch bei der Waffe. Da braucht ihr die Dinger auch. Ja? So, dann haben wir hier noch die goldenen Gaffbällen, kochten 75, 5 goldene Gaffbällen und ja, ich habe die alle gekauft, weil die brauchen halt immer. So, dann haben wir hier auf gegen Event Shop noch, gegen Charakter hier, gegen Golgaten. Okay, die Fähigkeiten, den Rookie hat, muss ich sagen, er hat die Pistole dabei, also gegen Gewölber, er hat die Minigun dabei, Angefangen bei Alka. Der ist wirklich gut. Kann ich auf alle Fälle empfehlen, zu kaufen. 2.800 Goldbahn ist völlig okay. Wenn ihr einen guten Golgaten haben wollt, holt euch den Golgak. So, dann haben wir natürlich den Pfeil und Bogen. Ja, der ist neu, gut und schön. Ja, aber der ist totaler Müll. Ich habe ihn letzte Woche gekriegt und ich wollte ihm nicht empfehlen, zu kaufen. Er kocht gekauft, kriegt 80 Goldbahn. Aber meiner Meinung nach kokaler Müll. Lohnt sich nicht. Dann haben wir hier noch gegen Nahkampfwaffe, Kaugen, Gechkungak, 80 Goldbahn. Dann noch, haben wir noch Giga, Maschinenpistole, Kaugen, 680 Goldbahn. Dann haben wir noch gegen Nahkampfwaffe, Kaugen, 680 Goldbahn. Dann haben wir noch gegen Jünger Künstler. Die Fähigkeiten sind nicht gut begonnen, das braucht man nicht unbedingt. Kochgefall, Kaugen, 800 Goldbahn. Gänge haben wir natürlich hier noch gegen Engecker, der Kochke, Geilkaugen, 200 Goldbahn. Fähigkeiten sind nicht so geil, also lacht die Finger davon. Gänge haben wir natürlich Hellenerweiterung, das nennt ich Hellenerweiterung. Ich zeige euch mal, wofür das ist. Ich habe euch jetzt eigentlich herausgefunden, während das Kauf. Der Kochke, Hellenkaugen, Goldbahn, das wisst ihr ja. Damit könnt ihr hier.
könnt ihr echt gerne noch ein Pork hinzufügen. Damit meine ich, hier, da könnt ihr noch ein Pork hinzufügen. Dann habt ihr beispielsweise 10 Gonge Galken. Mehr ist das nicht mit die Hellenarbeiterung. Da habt ihr dann 10 Galken und mehr ist es nicht. Ja, also lohnt sich nicht, um Beginko kaufen, aber naja. Dann hat dann halt 10 Galken mehr gekauft, aber mehr auch nicht. Ja, lohnt sich nicht unbedingt. Dann haben wir hier noch Ruchkack und Lagervergrößerung. Viele denken dabei immer, man kann damit den Ruchkack und das Lager vergrößern. Nee, das ist total falsch. Damit könnt ihr nicht den Ruchkack vergrößern und auch nicht euer Lager. Das nennt sich halt nur so. Damit könnt ihr hier hingehen, dann könnt ihr mehr Gisken mitnehmen. Aber mehr ist es nicht, ja? Ihr könnt ja mehr Gisken mitnehmen. Ja, ihr könnt ja mehr Gisken mitnehmen. Mehr ist es nicht, ja? Braucht er nicht. Wir haben eine Giga-Waffe hier, Verkauung 6,80 Goldbahn. Gang haben wir Giga-Nahkampfwaffe, Verkauung 6,80 Goldbahn. Gang haben wir gegen einen Gecker, der völlig okay ist, vor Verkauung 800 Goldbahn. Also, wenn ihr noch keinen guten Gecker habt, holt euch den. Gang haben wir noch den goldenen Überlebenden. Ja, kann er eigentlich holen? Da bekommt man auch einen guten goldenen Überleben, also das lohnt sich immer. Damit bekommt man ein Baues, also damit bekommt man eine Baue Nahkampfwaffe oder eine Baue Pistole, das lohnt sich nicht. Kauft euch nicht. Jetzt habe ich hier Kombiga und KFA erhalten. Ich habe keine Ahnung, von wem Kombiga FA kam. Egal, jetzt ist die Packung halt im Video, hat die Packung halt Pech gehabt. So, Gang haben wir hier vor Kaugen Goldbahn, liebe Freunde. Bekommen wir hier die lilane Waffe, Eckwegermann bekommt hier eine Nahkampfwaffe, die lilane, oder ein Gurmgewehr oder eine andere Waffe, jedenfalls die lilane Waffe. Lohnt sich nicht verkaufen, Goldbahn, und ja, das war der Shop, liebe Freunde, mehr gibt es nicht. Und Gefangenkriegen ist immer noch die Eike, wie ihr hier seht, immer noch die Eike und Gefangenkriegen. Ja, das sind die Event, die wir momentan haben, weil ja viele gar kann, macht euch auch immer scheinen. Das sind die Event, die wir halt momentan haben. Und gar keiner könnte ich auch gar schon freischalten. So. Liebe Freunde, wisst ihr Bescheid? Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Was auch immer ich mache. Bis dahin, liebe Freunde. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Und lacht ein Abo auf meinen Kanal hier gar. Danke.